Wie man wissen kann, ich komme aus dem Osten Deutschland, hört man wahrscheinlich auch. Ich bin Strukturwissenschaftler, so nennen wir das, weil es besonders fancy klingt. Und Strukturwissenschaften mag ich besonders, weil ich zum einen damit Geld verdienen kann und auch ich der Überzeugung bin, dass ich alle möglichen Probleme, insbesondere Alltagsprobleme, damit lösen kann. Wie als ich zum Beispiel meine Freundin mal beim Einkaufen begleitet habe und was festgestellt habe, was für uns Informatik immer sofort auffällt, da gibt es Laufzeitunterschiede. Also ich kaufe meine Kleidung zum Beispiel einfach im Internet, alles schwarz, passt immer, kann man auch zu jeder Zeit anpassen. Und meine Freundin war da zum Beispiel schon im 6. Laden und es hat immer noch gedauert. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das? Ja, warum gibt es so viele Modeketten, so viele Farben, Schnitte, Formen? Warum gibt es Menschen, die so viel Zeit darauf brauchen? Und wie kann ich das erklären? Und da habe ich mir einfach überlegt, ich als Strukturwissenschaftler könnte das eigentlich mal angehen, dieses Problem zu lösen. Ja, genau, das war die große Frage. Dafür gibt man zwei Schritten vor. Zum einen pure Mathematik. Man fragt sich erstmal, was passiert da bei Mode, wie funktioniert das, baut sich eine modelltheoretische Grundlage. Und das Tolle an der Informatik ist dann, ich kann diesen Formalismus in den Rechner stopfen und quasi dieses Problem vollautomatisch lösen lassen, wie zum Beispiel dann Fragen zu stellen, der ist ein Rechner in der Lage, sich besser zu kleiden und könnte mir vielleicht sogar Modetipps geben. Modellierung. Wie funktioniert das? Ich gehe natürlich erstmal von einem Fall aus, den ich besonders gut kenne, mich selbst einfach. Und dann natürlich brauche ich einen Fall, wo ich diese Effekte beobachten kann, die ich dann am Ende erklären möchte. Dafür nehme ich der Einfachheit halber meine Freundin. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen Mario Barth, wird aber leicht verständlich, weil es meine Freundin einfach ein gutes Untersuchungsobjekt ist, ohne mir eine Unterlassungserklärung einhandeln zu müssen. Genau. Also eine einfache Prototyp-Klassifikation und am Ende interpoliere ich einfach auf den Rest der Menschheit. Das funktioniert immer ganz gut. Jetzt Mathematik. Wie kann man Kleiderschrank mathematisch beschreiben? Man hat erstmal eine Ansammlung von Kategorien, die sind zueinander disjunkt und kann dann quasi Kleidung, die ich anhabe, als Tubel über diese Kategorien beschreiben. Leere Mengen lassen wir auch zu, weil es ja Tage gibt, wo uns einfach nur die Unterbuchse ausreicht. Dann kann ich, kommt der tolle Schritt, Funktion definieren. Ich definiere eine Funktion, also sagen die funktionale Adäquatheit, indem ich aus den physischen Einflüssen, die mich wahrscheinlich den Tag über erwarten, also sowas wie Nässe, Temperatur und soziokulturellen Anforderungen, also wie Omis Geburtstag oder gehe ich einfach nur in die Uni, abbilde auf Kleidung, die mir dafür adäquat erscheinen. Das kann ich dann auch nochmal formal ausdrücken. Allquantoren sind allgemein nicht so beliebt, deshalb habe ich es nochmal als Bild aufgeschrieben. Sie sehen oben. Einmal die Kategorie Temperatur und die soziokulturellen Anforderungen, die mich erwarten können. Und Sie sehen, ich kann meine ganze Kleidung quasi als Matrix schön aufschreiben und habe dazu noch einen schönen Kleidung. Das heißt das für mich, ich stehe einfach Fuß auf, schaue, was könnte mich erwarten, schaue meine Matrix und weiß sofort, was ich anziehen könnte. Das kann ich natürlich als Informatiker auch algorithmisch ausdrücken. Da schreibe ich mir dann so einen schönen Code. Man sieht, anziehen ist quasi nur eine Stack-Operation auf den Kleiderschrank. Ich kann an diesem Algorithmus natürlich sofort auch die Komplexität ablesen. Ja, wir nennen das ganz fancy, liegt in P. Das heißt, die Laufzeit lässt sich nach oben polynomial begrenzen. Für Normalsterbliche heißt das einfach, die Rechner, die sie im Laden kaufen können oder in der Hosentasche mit sich rumtragen, lösen dieses Problem sehr gut. Ja, ist also sehr praktikabel einsetzbar. Da die Kategorien auch quasi konstant sind, können wir sogar sagen, dass die Laufzeit sich konstant verhält. Jetzt muss natürlich der sein, der aufgepasst hat, das kann ja nicht sein, was ist, wenn Kleidung sich gerade im Kleiderzyklus befindet, das heißt, gar nicht im Kleiderschrank drauf zugreifbar ist. Dieser Fall tritt für Modepragmatiker eher selten ein, weil wir zwei Relaxationsmethoden entwickelt haben. Das ist zum einen der Riechtest, um Kleidung jederzeit mittels Anwendung von Lego im Falle des Schlechtriesen zurücküberführen können und natürlich noch den Föhn, um Kleidung direkt aus der Waschmaschine zu überführen. Das heißt, Kleidung kein Problem. Als Architekturvorschlag benutze ich Webservices, wo mir Temperatur aus den Wetterservices, die es so gibt, Google-Kalender haben Arbeit, Digitech einen Kleiderschrank, kann mich quasi in nichts, kann man nichts anziehen lassen und gleichzeitig meinen Fashion-Blog updaten. Das heißt, für mich wäre das Modeproblem, wie schon erwartet, sehr leicht lösbar. Und jetzt kommen wir natürlich zum Fall, warum ist das bei anderen Menschen nicht so? Ja, exemplarisch sehen, meine Freundin, was passiert da? Betrachten wir also den Kleiderschrank meiner Freundin, da fällt als erstes auf, es gibt viel mehr Kategorien und viel mehr Kleidung. Das heißt, ja, ich habe ihn nochmal vergleichend aufgeschrieben,
ist schon ein linearer Anstieg zu erwarten, weil es ja mehr Kleidung gibt, müssen mehr Kategorien durchgegangen sein. Aber wir alle wissen, der Anstieg ist keinesfalls linear, sondern was viel Größeres. Das heißt, woran liegt das? Und da habe ich meine erste Entdeckung gemacht. Für modeinteressierte Menschen gibt es Kleidung ohne funktionale Eigenschaften. Hier im Fall von Stulpen, was für mich insofern fatal ist, dass ich nicht weiß, wo sollte ich dieses Stulpen in meiner Matrix überhaupt einordnen. Man zieht sowas an. Das heißt, da muss noch andere Kriterien als einfach nur funktionale Eigenschaften vorkommen. Diese mir auch, habe ich entdeckt, ganz toll. Es gibt so eine Art Modeindustrie, es gibt Modezeitungen, Modeblogs, die geben so eine Art, was ist gerade in, also so eine Art Heuristik vor. Die ist sehr schwer, widerspricht sich oft, es ändert sich monatlich, kann man fast sagen. Ist also sehr schwer formal zu erfassen, aber man kann es trotzdem probieren, indem man sich so eine Heuristikfunktion quasi über Kleidung bildet. Hier zum Beispiel, das wird mir immer gesagt, unterschiedliche Socken gehen gar nicht. Und ich kann quasi jedes Kleidungsstück mit jedem bewerten und sagen, wie gut passt das zusammen und mir dann meine Anziehfunktion erweitern, indem ich das anziehe, was quasi das Minimum hat. Das heißt, das sieht zusammen am schönsten aus. Hier muss ich jetzt jedes Kleidungsstück mit jedem vergleichen. Das dauert natürlich sehr viel länger. Wir nennen das NP-Complete. Das heißt, dieses Problem lässt sich nur in exponentieller Zeit lösen. Und wir alle können uns vorstellen, exponentieller Aufwand von der Laufzeit her, das passt ganz gut. Jetzt wird vielleicht noch den Leuten aufgefallen sein, hier steckt so ein Epsilon drin, was dafür sorgt, dass es in bestimmten Fällen überhaupt nichts anzuziehen gibt. Darauf bin ich besonders stolz, denn ich habe in meinem Modell eine Erklärung gefunden für dieses Phänomen, was vielleicht einigen bewusst ist, dass man manchmal nichts anzieht, trotz dass der Kleiderschrank voll ist. Ja, man hat keine Defaults, das heißt, man zieht nicht einfach irgendwas an. Es gibt schwierige Modeheuristiken, dieses No-Go-Kriterium, und natürlich überführe ich Dinge einfach nicht innerhalb meines Zykluses zurück. Das heißt, exponentieller Aufwand. Das ist natürlich nicht alles. Jetzt haben wir quasi funktionelle Eigenschaften untersucht, wir haben Ästhetik untersucht, aber wir wollen noch weiter zu einem Phänomen, was uns besonders in Großstädten immer antrifft, sozusagen Hipsterness. Wir in der KI benutzen dafür ein sehr schönes Modell, quasi das künstlichen Schwarms, das heißt, indem ich so ein Schwarmverhalten benutze, um kulturelle Phänomene zu beschreiben. Das funktioniert bei Mode auch. Man hat zum einen so eine Art Mainstream-Schwarm, das sind die Fische, die ziehen sich ästhetisch an und jeder würde sagen, ja, die sind gut angezogen. Dazwischen schwimmen Fische wie ich, das sind die Non-Fashion-People, also eher wie tot, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir hier tun und lassen uns einfach mehr mittreiben. Aber das Interessante natürlich sind die sogenannten Hipster, die versuchen nämlich außerhalb des Schwarms zu schwimmen und den Schwarm quasi in ihre Richtung zu ziehen. Interessanterweise bilden die manchmal auch eigene Wolken, wie es in Großstädten wie Berlin zum Beispiel erkennbar ist. Und sehr fatal, in meinem Fall besonders immer, man kann auch Hipster per Exzellenz sein, wie man zum Beispiel in Hornbrillen über die letzten Jahre bemerkt hat. Diese Hipster haben nun die Eigenschaft, dass sie zwei was versuchen, zum einen sich maximal vom Schwarm zu separieren, also sagen eine maximale Separation, anstatt wie die inneren minimal sich zu separieren, aber dieses Alignment selbst zu minimal zu halten. Das heißt, sie versuchen, den Schwarm in ihre Richtung zu drücken, aber das zentrale Element ist natürlich diese Separation, in anderen Worten so eine Art Uniqueness herzustellen in dem, was ich anziehe. Das heißt, ich befinde mich an einem bestimmten Punkt meines Raum, in einem Raumzeitkontinuum, habe mir drei verschiedene Konfiguration ausgerechnet, das könnte ich jetzt anziehen, das sieht erstmal gut aus und ich möchte jetzt das anziehen, womit ich in der Zukunft am unwahrscheinlichsten auf jemanden treffe, der dasselbe anhat. Dafür müsste ich aber jede Heuristik der anderen, der anderen Menschen, die ich treffen könnte, auch kennen. Und wie wir wissen, geht das nicht oder zumindest ist es sehr, sehr schwierig. Ich habe mich dafür entschieden, das als nicht lösbar anzusehen und bin quasi hier als Informatiker auch am Ende, ja, wenn ich irgendwas nicht formalisieren kann, kann ich es auch nicht berechnen lassen. Das heißt, wir kommen zu den Ergebnissen. Man sieht zum einen, dass die Komplexitätsklassen, die es in der Informatik so gibt, sehr gut mit den Modeansprüchen, die man haben kann, korrelieren. Ja, je mehr man möchte, desto schwieriger wird es zu berechnen, und zwar einen sehr steilen Anstieg. Und welche Ergebnisse kann ich jetzt hieraus schlussfolgern? Zum einen gibt es eine Konklusion, dass sich der Rechner sich auf dem in seiner besten Komplexitätsklasse auf der Ebene mit mir befindet. Das heißt, ich und mein Rechner sind quasi Fashion Buddies. Und es gibt noch eine zweite Konklusion, die ich besonders mag, weil sie emotionaler Natur ist und Emotionalität in der Wissenschaft viel zu kurz kommt, nämlich meine Freundin und modeinteressierte Menschen berechnen jeden Tag, manchmal mehrmals täglich,
Probleme, die schwieriger sind, als dass sie vom größten und besten Rechner der Welt gelöst werden könnten. Das heißt, besonders für die Informatiker, wenn sie auf einer Suche sind, nach einer Partner oder Partnerin, suchen sie sich Menschen mit Sinn für Mode, so bekommen sie ihren eigenen Superrechner nach Hause. Wobei ich noch nicht weiß, wie man den programmiert, aber das weiß man bei Quantenrechnern auch noch nicht besonders. Und zum anderen hoffe ich, dass ich mit meinem Vortrag quasi Hinweise oder Reize geben konnte, wie sie ihre Freundin oder Partnerin in dem Fall unterstützen können und sich nicht, wie ich, solche Science-Beiträge ausdenken müssen. Danke.